ein Unboxing-Video. Es handelt sich um einen Adidas Ultra Boost 20 Schuh und den packen wir jetzt aus. So, das ist der Adidas Ultra Boost 20 mit der Bezeichnung FV8324. So, der Schuh hat die Farbgebung weiß, dann Silbermetallic und Cyan, also Blau-Türkis. So ist die Bezeichnung laut Hersteller. Ich mache das mal raus. Es handelt sich um einen Sommerschuh. Diese Prime-Knit-Variante, also sehr dehnbar und luftig. Es ist ein leichter Sommerschuh, den ihr ja schlecht im Herbst und Winter tragen könnt. Also es ist wirklich hier vorne alles sehr luftig. Was mir aufgefallen ist, er kommt wirklich relativ klein rüber. Also ich trage bei vielen Schuhen 43 ein Drittel bei Adidas und habe eigentlich bei dem Ultra Boost 19 auch 43 ein Drittel und komischerweise ist der jetzt hier mir leider zu knapp. Also er kommt ja eine gute halbe Nummer zu klein rüber, würde ich jetzt mal sagen. Also denkt daran, wenn ihr euch so einen Schuh bestellt, nehmt ihn lieber eine Nummer oder eine halbe Nummer größer wie normalerweise. Ich denke mal, dann fahrt ihr da auf der sicheren Schiene. Ja, was viel mehr gibt es da zu dem Adidas Ultra Boost meiner Meinung nach nicht zu sagen. Ich bin ein großer Fan von den Ultra Boost. Ich finde die Schuhe super, mega bequem. Auch in der Freizeit bei mir überwiegend kommen die zum Einsatz. Ich habe auch noch ein paar Ultra Boost, die sind schon ein paar Jahre alt. Die trage ich immer noch. Die zeige ich euch mal in einem anderen Video. Aber hier wollte ich euch gerne dieses Modell mal vorstellen und die Farbgebung zeigen, weil das kommt auf den Bildern, die man so im Internet findet, kaum rüber. Also ihr habt hier eine Verspiegelung, also eine Farbabwandlung, je nachdem wie ihr das dreht. Und wenn und auch in der Sohle, die ist nicht ganz normal einfach weiß, sondern ihr habt hier richtig wie so ein Lack, der da drüber ist, der so ein bisschen so regenbogenartig schimmert. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, da ganz leicht kann man es sehen. Das ist so das Highlight. Die Farbgebung kommt auch auf der Kamera sehr gut rüber, also so sieht es auch in echt aus. Und das war's auch schon. Ich danke euch fürs Zuschauen, Abo da lassen, Like da lassen, ihr wisst Bescheid. Ich verlinke euch den Schuh unten, wenn ich ihn gefunden habe, und wenn nicht, verlinke ich euch ähnliche. Vielen Dank fürs Zuschauen, bye bye.